Servus Leute, willkommen zurück zu Hollow Knight. Beim letzten Mal waren wir in der Stadt der Tränen, haben wir uns aber nicht so viel da umgesehen. Stimmt, das war eine falsche Taste, die war's. Ich frage mich nur, wo ich jetzt hin müsste. Vielleicht gehe ich zurück in die Stadt der Tränen. Ach genau. Stimmt. Ich wollte in die Nebelschlucht gucken, ob ich da irgendwie was finde. Gut, da muss ich jetzt den ganzen Weg latschen, aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Gut. Das Schöne ist, mit diesem Dash kann man relativ schnell von A nach B kommen und relativ schnell in den Gegner reinrennen. Ich wollte gerade sagen, warum leuchtet das? Aber offensichtlich bin ich in eine Falle getappt. Okay, was waren da links nochmal? Das Dornengebüsch? Das habe ich schon. Damit habe ich schon gerechnet. Nee, da nicht. Da lang. Jetzt glaube ich nach unten. Oder? Nee, nach rechts. Ah, du kommst genau richtig. Gut. Schade, dass man nicht während dem Dashen angreifen kann, so in Mega Man Zero, aber das muss man auch nicht. Wir sind doch so stark genug, wenn ich da nicht reinrennen würde. Bin gerade irgendwie viel zu schnell drauf. Und auch eins, genau. Jetzt sollte ich ein paar einsammeln noch, ein paar Geos, vielleicht bringen die noch was. Sie bringen garantiert noch was, aber muss ja viel kaufen. Und hier noch lang. So, hier. Damit auch, na, meine Taste klemmte gerade für, steckte gerade fest, aber egal. Ja, tut sie. Immer wieder, es ist doof. So, hier noch, ja, noch ein Stück weiter runter. Ne, ihr nicht. Du musst nicht da rein. Dachte, ich kann da an die Wand springen. Das hatte ich eigentlich vor, aber es hat nicht funktioniert. Ja, da ist nämlich die Nebelschlucht. Ah, genau, hier habe ich ja keine Karte. Stimmt, hier ist ja mein Typus. Erst sonst wann. Ich wollte eigentlich über dich drüber springen, aber gut. Hier war ich auch schon mal, das weiß ich. Ah, ich wollte eigentlich die Stadt der Tränen erkunden, eventuell. Schon mal. War ich hier schon mal? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich glaube nämlich nicht. Ich war hier definitiv noch nicht. Okay, dann gucken wir uns hier weiter um.
Überwucherter Hügel. Neues Gebiet? Ja, toll. Ich konnte jetzt gar nicht mehr weg, weil ich das andere Vieh gerade angegriffen hatte. Hau ab! Mann, warum habt ihr so eine Treffsicherheit? Nichts ist was. Wehe! Aha, daneben! Ungetüm! Was zum? Aufmachen! Lauter Mistviecher! So, du kommst immer wieder! Ne, da unten ist noch eins. Nein! Oh, ich will nicht nach unten. Ungetüme ohne Ende. Da bin ich sicher. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Aber ja, du gegen mich. Hehe, Zweikampf. Ich gegen das Monster. Oder Stichmücke vielmehr. Das war ein Mini-Boss-Kampf irgendwie. Ah, viele Gegens für mich. So, damit ich hier rauskomme. Was ist das? So, das ist ein Schnicken-Schamanenhaus. Konsumiert heulende Geister. Drücke kurz B, während du hochhältst, um die Geister zu entfesseln. Zauber verbraucht Seele. Fülle Seele wieder auf, indem du. Kurz B. Ah. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut ist, aber. Wow, dafür! Um Mücken zu zerlegen. Und um dumm irgendwo reinzuspringen. Stehen. Okay. Gut, überwucherter Hügel. Dadurch wachsender Hügel. So ein bisschen Energie. Ja, es hat es gebracht, hier zu sein. Und hier geht es auch noch nach unten. Hiervon habe ich auch keine Karte. Ne? Oh. Irgendwann muss ich dieses Zeug doch loswerden können. Ich frage es nur wann. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge von diesen schwarzen. Was weiß ich, was das ist, gefunden. Ich habe jetzt da rechts unten so ein bescheuertes Update und ich kann es nicht loswerden. Moment. Weiter geht's. Ich hoffe, ich vergesse das nicht auszuschneiden. Wenn doch, habt ihr kurz Windows gesehen. Ja.
Ich will mich hier in der Nebelschlucht ein bisschen mehr umgucken, wenn ich ehrlich bin, aber... Die Quallen hier gefallen mir gar nicht. Und ich habe keine Karte von. Nein, die kleinen Quallen sind kein Problem, aber groß. Ah, weggefetzt. Quallenmeister. Links geht's rein. Was waren da nochmal? Ah, meins, alles meins. Ist noch irgendwas? Nee. Das heißt, ich muss hier irgendwann anders entlang kommen, eventuell. Ich wollte eigentlich ausweichen. Hört immer noch so leicht die Musik vom Grünweg. Geht's weiter? Da ist gar nichts. Geht's auch klar. So, ich denke ein. Destio, Gio. 350. Ich glaube, ich heb's mal ab. Weil eventuell. Gio Kalala. Weil eventuell werde ich in diesem Part sogar noch. Mich nach oben zur vergessenen Wegkreuzung begeben, vielleicht ein paar Talismane schuppen. Jetzt bin ich hier. Hier war dieses langhälsige Tier, oder? Ja. Das frisst. Was es frisst, keine Ahnung. Königin. So, dann gibt es bei der Nebelschlucht gar keine Station. Lagerräume der Stadt. Diese Sequenzen sehen total geil aus. Was? Hm? Wartest du auch? Ich hab den Zug gebracht. Ja, bleiches Ding. Du benutzt diese alten Linien. Erbärmlich. Ein wahrer Krieger trägt sich selbst in den Kampf. Er darf solcher Annehmlichkeiten. Er bedarf solcher Annehmlichkeiten nicht. Ist noch irgendwas? Lass mich, es ist Zeit, die Arena, nach der ich suche. Es ist die Arena, nach der ich suche. Ich habe schon zu viel auf diesen verfluchten Wegen verschwendet. Sano. Die Arena, von der war ja auch die Rede. Ich glaube, die ist irgendwo weiter unten. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt da. Da unten geht es zur Stadt der Tränen. Da geht es zur Pilzeöde, da geht es nach Musten. Da rechts ist aber auch noch ein Weg. Da rechts ist noch eine Station. Ich glaube, zur Stadt der Tränen gehe ich später. Das war gerade ein ungewollter Walljump. Ich muss... Jetzt noch eins noch halten. Moment mal, da waren... Da war mal ein Wurm drin. Die Geheimwege, die ich geöffnet habe, bleiben auch offen.
meins, ich brauche das Geld dringendst. So, jetzt bin ich da. Oje. Stimmt, ich brauche ja die Laterne, die irgendwie 1800 oder so kostet. Und dann noch weiter nach oben. Und da oben ist auch noch ein Weg. Jetzt direkt hier? Ja. Achso, nee, es ist die Mine. Kann ich auch noch nichts machen. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Yummy, yummy. Na gut, bringt mir hier jetzt leider auch nicht sonderlich viel. Was habe ich denn sonst noch für Optionen? Ich könnte in die Stadt der Tränen gehen. Habe ich mein Geld jetzt aber umsonst abgehoben? Müsste ich jetzt wieder zurück zur Bankerin? Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Na gut. Dann wieder zurück zur Bankerin und mein Geld wieder abgeben. Ich stehe zumindest noch ein, zwei Banken. Station der Königin war's. Danach muss ich wieder hierher zurück. Aber ich könnte sofort dann in die Stadt da drehen. Nee, das ist falsch. Bunny Bank. Die hier nicht, Moment. Oder war die in der Nebelschlucht? Ich glaube, die war in der Nebelschlucht. Also hier jetzt links. Nicht wahr? Achso, ich habe ja keine Karte, genau. Die 5 nicht einzahlen, naja, egal, dann nehmen wir 600. Gio, Kalala. Jetzt habe ich schon mal 600, das heißt, es fehlen glaube ich noch 1200 für diese Lampe, Laterne, was das sein soll. Dann will ich mal eine Lagerung in der Stadt. So komme ich ja, glaube ich, auch in die Stadt der Tränen. Ja, stimmt ja. Ja, hier habe ich mich noch nicht weiter umgeguckt. Ich glaube, das sollte ich mal machen. Oh, da links ist was. Ich habe mich hier noch gar nicht genau umgeguckt. Journal des Wanderers. Dann nach unten. Und dann immer nach rechts. Immer rechts halten. Das stimmt ja, die Typen. Aua! Nein, es! Hau ab! Ist tatsächlich hier bei mir gelandet. Einfacher Schlüssel. Wo war denn hier jetzt die Luke? Ich weiß, es war irgendwo eine Luke im Boden. Beim späteren Gebiet, daran erinnere ich mich. Wo genau?
Weiß ich jetzt gerade nicht. Die Musik ist so wunderschön. Was es mit den Dingern auf sich hat, weiß ich auch nicht. Oh, stimmt ja, da war ja was. War die falsche Taste, das wollte ich. Okay, jetzt nur rechts. So. Einfach damit es Unordnung gibt. So, jetzt nach oben. Wir sind beide weit gereist, um an diesen großartigen Ort zu gelangen. Wenn ich schon bei diesen Gebäuden bin, sollte ich ein paar Mitbringsel für Iselda aufsammeln. Ich Dämlack, hab das ganze Geld verschwendet. Okay. Wird wohl nichts anderes übrig bleiben, außer ein bisschen Geld aufsammeln. Hau ab! Gut, ich kann zur Not wieder hoch. War ich hier schon mal? Ja, war ich. Moment, hier muss ich... Ah, hier muss ich nach oben. Oh, also mich oben halten. Da rein. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Und die schöne Musik ist weg. Das gefällt mir nicht. Oh Gott! Ich habe mich erschrocken, du Hund! Was? So. Ausgehalten hat er nicht viel, aber er hat mich erschreckt. Seelenheilig. What the fuck? Eine verzierte Tür aus funkelndem Metall. Da ist eine Öffnung für eine Art Schlüssel. Wie setzt man diese Schlüssel ein? So, einfache Schlüssel. Wahrscheinlich werde ich für so ein krasses Übertor nicht einfache Schlüssel brauchen. Klingt unheimlich. Castlevania-Style oder so. Yeah. Was ist das? Was auch immer du bist, ich mach dich platt. Trotzdem hätte ich gern ein bisschen mehr Money. Nein! Nein, nicht du schon wieder. Ja, double. Ich rase in dich rein. Wenn die jetzt überall kommen, das wird ja ätzend. Was ist das? Bericht aber, so sehr schränkt uns der Geist noch immer ein. Wie können wir seine Grenzen überwinden? Ist es überhaupt möglich, einen unverfälschten Fokus zu erlangen? Was sagst du? Nein, 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 nein. Leck mich. Ihr seid ja widerlich.
paar fehlen noch. Okay, von der anderen Seite. Super. Kann mich dreimal heilen, das ist ja richtig dick. Zusätzlich. Was? Schon wieder einer? Ah, da oben das Tor ging auf. Ganz im Ernst, ich will hier erstmal nicht sein, das ist unheimlich. Außerdem will ich eigentlich nur ein bisschen Geld zusammenbekommen, damit ich hier meinen Kumpel bezahlen kann. Also nicht den Kumpel, aber hier, dass ich in dieses Schloss investieren kann oder was das ist. Ein bisschen Geld fehlt mir aber noch. 7, oder? Ja. Ich frage mich, was dann passiert. Das will ich in diesem Part auf jeden Fall noch zeigen. Danach ist Feierabend. Gibt es hier noch irgendwo Gegner? Ah. Shortcut? Ich glaube schon. Super. Eins fehlt, komm. Ah, danke. Was war das? Achso, nee, das ist der Vogel da oben. Komm her. Hast du Geld verloren? Nee. Gut, dann jetzt schnell zurück zu meinem kartenzeichnenden Freund. Ich erinnere mich, hier an der Stelle war ich schon mal. Schnell hin und zahlen. Schnell die Steuern bringen, sonst kommt die Steuereintreiber und machen mich platt. Diese widerlichen Steuereintreiber wollen von allen das, auch von Dagobert. Achso, eine Bank! Das ist ja praktisch. Gut, dann würde ich sagen, das war Hollow Knight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.